Mitarbeiter sind aus meiner Sicht das Kapital des Unternehmens. Ein berufener Mitarbeiter bringt seine Stärken ein. Er bringt seine Kompetenzen und seine Talente ein, und zwar dahingehend, er kennt die Stärken und er sitzt mit diesen Stärken am richtigen Platz. Das Zweite ist, ein berufener Mitarbeiter ist motiviert, weil er synchronisiert seine Motivation mit den Zielen des Unternehmens. Also das heißt, er bringt das, was er einbringt, dahingehend ein, dass er das tut, was ihm Spaß macht und das gleichzeitig die Unternehmensziele stärkt. Also insofern ist es so, wenn Sie Menschen im Unternehmen beschäftigen, die sich damit identifizieren, was sie tun, und die das, was sie tun, am besten können, dann ist es nicht dieser Montagmorgen-Kandidat, sondern dann ist es jemand, der am Wochenende schon die Vision hat für das, was er am Montagmorgen tun wird. Und das unterscheidet.